Während der Behandlung hilft Ihnen dieses Video, die Funktionsweise der Neuromodulation besser zu verstehen. Dieses Gerät kann die Entwicklung einer schmerzhaften Migräneattacke verhindern, bevor sie überhaupt beginnt, oder eine Migräneattacke behandeln, bevor starke, schmerzhafte Migränesymptome eintreten. Migräne tritt in verschiedenen Symptomen, Formen und Intensitäten auf. Jeder Mensch erlebt Migräne und ihre Symptome anders. Auch Sie können die Attacken auf unterschiedliche Weise wahrnehmen. Oft gehen der Migräne nicht schmerzhafte Prodromalsymptome voraus. Diese Prodromalphase kann Stunden und sogar ein oder zwei Tage vor dem Einsetzen der Kopfschmerzen und anderer Symptome beginnen. Zu lernen, diese nicht schmerzhaften Prodromalsymptome zu erkennen, kann sehr nützlich sein, da Sie so Maßnahmen ergreifen können, um die Entwicklung der stärkeren schmerzhaften Symptome zu verhindern. Sie können auch Maßnahmen ergreifen, um die Entscheidung einer Migräneattacke zu verhindern, noch bevor die nicht schmerzhaften Prodromalsymptome auftreten. Sie sollten wissen, dass sich alle Stadien eines Migräneanfalls in reversiblen Veränderungen der elektrischen und chemischen Aktivitäten des Gehirns widerspiegeln. Da Sie im Moment nicht unter einer Aura oder Kopfschmerzen leiden, sind Sie sehr gut in der Lage, die Situation zu Ihren Gunsten zu wenden und eine Attacke aufzuhalten, bevor sie sich entwickelt und schmerzhaft auswirkt. Das Gerät schult das Gehirn, schnell auf harmlose, aber unangenehme Empfindungen zu reagieren, indem es natürliche und beruhigende Moleküle freisetzt. Diese Moleküle blockieren die Übertragung von Reizen, welche Schmerzen und Unwohlsein auslösen. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, dass unser Gemütszustand, unsere Emotionen, Gedanken und Überzeugungen einen großen Einfluss auf die Entscheidung des Gehirns haben, Schmerzen und andere körperliche Symptome zuzulassen. Dieses Video hilft dabei, einige der Prozesse zu visualisieren, die während der Behandlung in Ihrem Gehirn ablaufen. Es zeigt Ihnen, wie Sie Atem- und Entspannungstechniken einbauen, mit denen Sie den Migräneprozess besser bekämpfen können. Machen Sie es sich so bequem wie möglich auf einem Stuhl, einer Couch oder sogar im Bett. Achten Sie darauf, dass das Gerät richtig an Ihrem Arm platziert ist. Legen Sie das Telefon so neben sich, dass Sie dieses Video bequem ansehen können. Sie können auch Kopfhörer aufsetzen, um vollkommen in dieses Erlebnis einzutauchen. Stellen Sie die Intensität der Behandlung so ein, dass die Stimulation an Ihrem Arm stark, aber angenehm und nicht schmerzhaft ist. Während der Behandlung können Sie eine Schwäche des Arms oder leichte Muskelzuckungen verspüren. Das ist normal, nicht gefährlich und sollte kurz nach Ende der Behandlung wieder verschwinden. Beginnen wir damit, dass Sie Ihre Atmung bewusst wahrnehmen. Spüren Sie Ihren Atem, wie er ein- und ausströmt. Sie atmen ein und aus. Atmen Sie bequem durch Ihre Nase oder Ihren Mund. Erlauben Sie Ihrer Atembewegung, ruhig, langsam, still und gleichmäßig zu werden. Atmen Sie leicht und mühelos ein und aus. Versuchen Sie, Ihren Atem zu hören, während Sie ein- und ausatmen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Temperatur der eingeatmeten Luft. Spüren Sie das kühle Gefühl der eingeatmeten Luft? Fühlen Sie das warme Gefühl der ausgeatmeten Luft? Atmen Sie ein und aus. Atmen Sie ein und aus. Atmen Sie ein und aus. Wenn wir die Befürchtung haben, Schmerzen zu erleiden, tendieren unsere Muskeln häufig dazu, sich anzuspannen und zu versteifen, was wiederum die Entstehung von Schmerzen beschleunigen kann. Lassen Sie uns die Spannung in Ihrem Kopf und Nacken lösen. Beginnen Sie mit Ihrer Stirn. Atmen Sie lange und tief ein und heben Sie Ihre Augenbrauen so hoch wie möglich. Halten Sie den Atem an. Atmen Sie aus und lassen Sie die Spannung los. Erlauben Sie den Muskeln, sich beim Ausatmen vollständig zu entspannen. Nehmen Sie Ihre Stirn und Ihre Augenbrauen bewusst wahr. Wir vergessen oft, dass wir die Kontrolle über unsere Stirnmuskeln haben. Stellen Sie sich vor, dass Sie den Stirnmuskel entspannen, so dass er glatt
und flach ist. Richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Kopfhaut. Atmen Sie tief und langsam ein. Richten Sie Ihren Atem auf Ihre Kopfhaut. Halten Sie den Atem dort an und atmen Sie aus. Lassen Sie uns das wiederholen. Während Sie einatmen, stellen Sie sich vor, dass sich die Muskeln lockern und der Druck der Kopfschmerzen nachlässt. Langsam und sanft. Spüren Sie, ob Ihr Kiefer oder Ihre Zähne verkrampft oder angespannt sind. Entspannen Sie Ihre Kiefermuskeln und lassen Sie den Unterkiefer locker und ein wenig sinken. Wiederholen Sie dies ein weiteres Mal. Atmen Sie ein. Halten Sie den Atem an. Atmen Sie aus. Viele Menschen verspüren Stunden oder sogar Tage vor Beginn der Migränekopfschmerzen eine Nackensteife. Ihr Nacken hat die wichtige Aufgabe, Ihren Kopf zu tragen und Ihre Atemwege zu schützen. Helfen wir Ihrem Nacken, sich zu entspannen und Spannungen abzubauen. Atmen Sie ohne Nackenschmerzen langsam und vorsichtig ein und legen Sie dabei den Kopf zurück, als ob Sie zur Decke schauen würden. Halten Sie die Luft an. Atmen Sie aus und bringen Sie dann Ihren Kopf langsam wieder in eine bequeme Position. Konzentrieren Sie sich für 2 weitere Atemzüge auf die Entspannung in Ihrem Nacken. Atmen Sie ein und spüren Sie, wie sich Ihre Schultern und Ihr Brustkorb öffnen, während Sie einatmen und Ihren Kopf nach hinten beugen. Halten Sie die Position. Atmen Sie aus. Und noch einmal. Atmen Sie tief ein und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Scheitel. Halten Sie den Atem an. Atmen Sie aus. Heben Sie nun die Schultern zu den Ohren, während Sie einatmen. Lassen Sie sie jetzt los. Entspannen Sie sich und atmen Sie aus. Noch einmal. Achten Sie darauf, wie sich Ihre Schultern anfühlen, wenn Sie angespannt sind, im Vergleich zu dem Moment, in dem Sie diese Anspannung auflösen. Konzentrieren Sie sich für 2 weitere Atemzüge auf die Entspannung in Ihren Schultern. Atmen Sie ein. Halten Sie den Atem an und atmen Sie wieder aus. Noch einmal. Einatmen, Atem anhalten und ausatmen. Atmen Sie abschließend tief ein. Beginnen Sie den Atemzug in der Tiefe Ihres Bauches und spüren Sie den Atem bis in Ihren Brustkorb. Halten Sie den Atem an. Spüren Sie das Gefühl der Anspannung in der Brust. Lösen Sie die Anspannung in der Brust beim Ausatmen, indem Sie Ihren Brustkorb und Ihren Bauch so weit wie möglich ausdehnen. Fahren Sie mit dem vollständigen Einatmen und Ausatmen fort, um die gesamte Spannung zu lösen. Spüren Sie, wie der Atem durch Ihren Körper fließt. Wenn Sie abgelenkt werden, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf Ihre Atmung. Im Normalfall ist Schmerz ein Warnsignal des Gehirns, welches auf ein Problem hinweist, das sofortige Aufmerksamkeit oder Maßnahmen erfordert. Im Falle einer Migräne ist dies jedoch ein falscher Alarm, denn Migräne ist nicht gefährlich. Sprechen Sie mit Ihrem Gehirn. Sagen Sie Ihrem Gehirn, dass es keinen Grund für einen Alarm, für Schmerzen oder andere Symptome gibt, weil keine Gefahr besteht. Hören Sie auf Ihren Körper. Nehmen Sie die Signale wahr, die Ihr Körper Ihnen sendet, um Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und die Entwicklung der Migräne zu stoppen. Denken Sie daran, dass diese vorübergehenden Symptome unangenehm sind, aber keine Gefahr besteht. Sagen Sie Ihrem Gehirn, dass Sie sich selbst helfen können. Sie können das sogar laut flüstern. Ich muss nicht wachsam sein. Ich brauche keine Schmerzen, weil Migräne nicht gefährlich ist. Ich übernehme die Kontrolle. Ich habe die Macht, die Entwicklung einer schmerzhaften Migräne zu verhindern.
Ihre klugen Gedanken können Ihr Gehirn beeinflussen und ihm helfen, Schmerzen zu vermeiden. Sie können sich die Migräne sogar als einen Sturm vorstellen, der in Ihrem Gehirn oder sogar in Ihrem ganzen Körper tobt. Der Sturm beginnt langsam mit Licht, Wind, Wolken und Nieselregen, was die Prodromalphase widerspiegelt, in der Sie möglicherweise folgende Symptome verspüren: Gehirnnebel und leichte kognitive Beeinträchtigung, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Müdigkeit oder Gähnen. Vielleicht haben Sie auch Durst, leiden unter häufigem Wasserlassen, Schwindel oder Übelkeit. Lichter, Geräusche oder Gerüche können Unbehagen auslösen. Doch anstatt von äußerem Nebel oder Nieselregen werden die Prodromalsymptome, die Sie derzeit vielleicht erleben, von elektrischen Signalen verursacht, die durch Ihr Gehirn fließen. Auch die schmerzhaften Symptome während des Höhepunkts der Migräneattacke entstehen durch elektrische Signale in Ihrem Gehirn. Diese Signale können Nerven im Bereich des Kopfes, der Augen, der Ohren, der Nase, des Halses, des Rachens, des Magens und vielleicht sogar der Harnblase erreichen. Denken Sie daran, dass nicht jeder unter all diesen Symptomen leidet. Zudem müssen diese Symptome auch nicht bei jedem Migränezyklus auftreten. Mit dieser Behandlung nehmen Sie die Situation selbst in die Hand. Die Behandlung wird dazu beitragen, die elektrischen Signale und unangenehmen Körperempfindungen durch die natürlichen Beruhigungsmittel des Gehirns zu stoppen oder zu verhindern. Inzwischen arbeitet das Gerät bereits seit einigen Minuten. Es sendet speziell entwickelte elektrische Signale über den Arm durch das Rückenmark zum Hirnstamm. Der Hirnstamm wird manchmal als Migränegenerator bezeichnet und ist die Hauptautobahn für die Übertragung von Schmerzen. In Anbetracht dieser Rolle kann auch der gegenteilige Effekt eintreten und es wird verhindert, dass Schmerzsignale aus verschiedenen Teilen Ihres Körpers kommen. Studien haben übereinstimmend Hinweise auf eine Beteiligung des Hirnstamms, auf eine Beteiligung des Hirnstamms in der Kopfschmerzphase sowie während der früheren Prodromalphase des Migräneprozesses gezeigt. Es wurde festgestellt, dass die Aktivität in anderen Hirnregionen funktionell mit den Symptomen korreliert, die vor dem Auftreten von Migräneschmerzen auftreten können. Ihr Hirnstamm verarbeitet nun die beruhigenden elektrischen Signale, die das Gerät über Ihren Arm sendet. Die Signale kommen weiterhin an und werden weiterverarbeitet. Achten Sie wieder auf Ihre Muskeln und Ihre Atmung. Atmen Sie weiterhin vollständig ein und aus, um alle Spannungen zu lösen. Atmen Sie tief, sanft und gleichmäßig ein. Und lassen Sie Ihren Brustkorb sich beim Einatmen ausdehnen. Stellen Sie sich vor, dass Sie mit jedem Atemzug die natürlichen Beruhigungsmittel freisetzen, die Ihren gesamten Körper entspannen. Erlauben Sie den unangenehmen Symptomen, Ihren Körper zu verlassen. Denken Sie an Ihre Zehen. Atmen Sie von den Zehenspitzen ausgehend von unten nach oben. Spüren Sie, wie Ihr Atem von den Zehen durch Ihre Waden, Ihre Oberschenkel, Ihre Hüften, Ihren Bauch und den ganzen Weg hinauf zur Brust bis zu Ihrem Mund strömt. Atmen Sie geräuschvoll und vollständig aus. Wiederholen Sie diese Übung. Atmen Sie bis zu den Zehen und scannen Sie Ihren Körper, während der Atem von den Zehen zum Mund aufsteigt. Halten Sie den Atem an und atmen Sie aus. Bewegen Sie nun Ihre Finger in der Luft. Spüren Sie, wie das Blut durch Sie hindurchfließt. Atmen Sie den ganzen Weg von den Fingerspitzen durch Ihre Arme zu Ihren Schultern, Ihrem Nacken, Ihrem Kopf und Ihrem Mund. Atmen Sie aus. Wiederholen Sie dies erneut. Atmen Sie den ganzen Weg von Ihren Fingern aufwärts. Halten Sie den Atem an. Atmen Sie wieder aus. Wenn Ihr Gehirn die Signale von dem Gerät empfängt, beginnt es darauf zu reagieren. Ihr Gehirn nutzt eine sehr leistungsfähige Ressource, einen natürlichen Mechanismus zur Schmerzlinderung, der seinen Ursprung in Ihrem Hirnstamm hat
und wählt einen dominanten Geisteszustand. Das Wissen, dass Migräne nicht gefährlich ist und deshalb Schmerzsignale oder andere störende Symptome nicht notwendig sind, hilft, die lästigen Symptome zu vermeiden und die Schmerzentwicklung umzukehren. Ihr Gehirn beginnt, kleine chemische Botenstoffe freizusetzen, die Neurotransmitter genannt werden. Zu diesen unbedenklichen Neurotransmittern gehören Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Sie sind dafür bekannt, dass sie als natürliche Beruhigungsmittel wirken. Stellen Sie sich diese Botenstoffe als weiche, grüne Bälle vor. Sie wandern entlang der Nervenbahnen nach unten. Ihre Aufgabe ist es, Ihre aktuellen Symptome zu lindern, falls Sie welche haben, und die bevorstehende Attacke zu blockieren, bevor der Schmerz entsteht. Sie wandern durch Ihren Kopf und haben die Aufgabe, Ihre Beschwerden zu lindern und die Entstehung von Schmerzen zu verhindern. Atmen Sie weiterhin tief, langsam und gleichmäßig. Atmen Sie ein und aus. Achten Sie auf den Unterschied der Temperatur Ihres Atems. Wenn Sie sich auf Ihren Atem konzentrieren, wird die Überempfindlichkeit reduziert, Ihr Blutdruck gesenkt, Ihr Puls verringert. Atmen Sie ein. Halten Sie den Atem an. Atmen Sie aus. Ihre Behandlung schreitet gut voran. Seien Sie geduldig und vertrauen Sie darauf, dass diese wissenschaftlich basierte Behandlung Ihnen helfen kann. Vielleicht machen Sie sich Sorgen über die Ursache der Kopfschmerzen und anderer Symptome und darüber, was Sie daran hindert, etwas dagegen zu tun. Befreien Sie sich von diesen Gedanken und geben Sie sich die Chance, sich besser zu fühlen. Das Gerät sendet weiterhin sichere elektrische Signale an Ihr Gehirn. Vielleicht haben Sie festgestellt, dass der Druck und die Geschwindigkeit der Impulse variieren. Das ist normal. Bleiben Sie ruhig und entspannt. Da Sie wissen, dass Sie die Kontrolle haben, können Sie die Auswirkungen einer Migräneattacke verringern und die schmerzhaften Symptome sogar ganz verhindern. Sie können versuchen, die Stimulationsintensität leicht zu erhöhen. Während der Behandlung kann sich Ihr Gehirn an die Intensität gewöhnen und die wahrgenommene Empfindung verringern. In diesem Fall kann eine leichte Erhöhung die Behandlung verbessern. Achten Sie darauf, dass die Stimulation an Ihrem Arm stark, aber angenehm und nicht schmerzhaft ist. Lassen Sie diese starken Neurotransmitter Ihre Arbeit tun und die Entwicklung der Migräne eindämmen. Da immer mehr Neurotransmitter von Ihrem Stammhirn zu Ihrer Stirn, Ihrem Gesicht und Ihrem Hinterkopf wandern, wird ein Migräneanfall zurückgehalten und alle anderen lästigen Symptome werden gelindert. Entspannen Sie weiterhin Ihre Gesichtsmuskeln, Ihre Stirn, Ihre Augenbrauen und Ihren Mund. Achten Sie darauf, wie anders sich der Muskel anfühlt, wenn er angespannt ist und wenn er entspannt ist. Hören Sie auf Ihren Atem. Atmen Sie ein und aus. Atmen Sie ein und aus. Atmen Sie ein und aus. Jetzt ist Ihr Gehirn vollständig darauf eingestellt, die Migräne zu bekämpfen. Es sendet viele Neurotransmitter, immer mehr davon, den ganzen Weg zu allen Stellen in Ihrem Kopf und Körper, die für die Migräneentwicklung empfänglich sein könnten. Wenn Sie zu Beginn dieser Behandlung ein Unbehagen verspürten, sollte sich dieses weiter verringert haben. Entspannen Sie nun weiter Ihre Gesichtsmuskeln, Ihre Stirn, Ihre Augenbrauen, Ihren Mund. Spüren Sie, wie sich die Entspannung in Ihren Muskeln ausbreitet, in Ihrem Kopf und in Ihrem ganzen Körper. Atmen Sie ein und aus. Atmen Sie ein und aus. Atmen Sie ein und aus. Atmen Sie tief ein und langsam weiter. Folgen Sie Ihrem ruhigen inneren Atemrhythmus. Entspannen Sie sich und machen Sie weiter. Die Behandlung schreitet sehr gut voran. Atmen Sie weiterhin langsam ein und aus.
Während Sie sich entspannen, setzen die Neurotransmitter ihre entspannende und symptomlindernde Wirkung fort. Auch können Sie erneut versuchen, die Stimulationsintensität leicht zu erhöhen. Während der Behandlung kann sich Ihr Gehirn an die Intensität gewöhnen und die wahrgenommene Empfindung verringern. In einem solchen Fall kann eine leichte Erhöhung der Stärke die Behandlung verbessern. Achten Sie darauf, dass die Stimulation an Ihrem Arm stark, aber angenehm und nicht schmerzhaft ist. Da immer mehr Neurotransmitter vom Hirnstamm zu Kopf, Gesicht und Nacken wandern, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer schmerzhaften Migräneattacke und eventuelle Prodromalsymptome können vermindert werden. Inzwischen ist die Behandlung sehr wirksam. Atmen Sie weiter tief ein und lassen Sie Ihren Bauch sich ausdehnen, während Sie einatmen. Atmen Sie weiter sanft ein und aus. Das hilft Ihrem Körper, sich zu entspannen. Der elektrische Sturm in Ihrem Gehirn ist jetzt wahrscheinlich vorbei. Mögliche unangenehme Prodromalsymptome und lästige Symptome sind vielleicht schon fast oder sogar ganz verschwunden. Das Gerät sendet weiterhin diese elektrischen Signale und infolgedessen schüttet Ihr Hirnstamm weiterhin schmerzlindernde Neurotransmitter aus, um sicherzustellen, dass Sie frei von Migränesymptomen sind. Sie können bis zum Ende der Behandlung weiterhin tief und langsam atmen. Sie können auch Ihrem gewohnten Tagesablauf nachgehen, während Sie sich nun geschützt fühlen. Entspannen Sie sich und atmen Sie weiterhin tief und langsam.
Thank you.
Musik.